Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Ja, und damit kommen wir zu einem nächsten Projekt, das ich neu aufnehmen werde. Und zwar Super Mario All-Stars. Ja, diese Collection erschien irgendwann zu Super Nintendo Zeiten. Das war, glaube ich, Anfang der 90er sogar. Und ja, geplant habe ich jetzt die Spiele alle vier in eine Playlist zu packen. Das heißt Super Mario Lost Levels, Super Mario 2 und Super Mario Bros. 3. Jo. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht um den großen Brei rumreden und mit dem ersten Teil anfangen. Und dann überlege ich tatsächlich erst 2 und 3 zu machen und dann The Lost Levels. Weil das würde ich dann tatsächlich erst als letztes machen, weil das Spiel ist ja irre bockschwer, teilweise. Und das hat auch einen Vorteil, dass ich das dann jederzeit pausieren kann als Projekt, wenn es mir auf die Nerven geht. Und ich werde natürlich auch wieder so machen, dass ich dazwischen wieder ein anderes Projekt herschiebe. Jo, das war mein alter Spielstand, den lasse ich jetzt so stehen und jetzt fangen wir an. Und damals hatte man auch schon die Möglichkeiten gehabt, dieses Spiel zu zweit zu bestreiten. Aber wir spielen alleine. Ach, 93 kam das raus. Jo, jetzt muss ich erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ich habe jetzt echt wieder zu viel Mario Hex gespielt. So, ich musste gerade noch was gucken. Ah, warte mal. Da ist ein Leben. Und ja. Ich kenne zwar auch die NES-Version, aber ich bin mehr der SNES-Fassung gewöhnt. Und hier gibt es auch tatsächlich Bonusräume, die eine Musik bekommen haben. So, hier haben wir den klassischen Untergrund. Hier kann man auch wieder nice Sachen finden. Zack. Zum Beispiel hier. Ah, shit. Und wenn man da oben lang geht, kommt man in Warp Zones, die euch in späteren Welten reinbringt. Aber wir werden alle Level machen. Und wenn man das einmal durchgespielt hat, gibt es noch ein New Game Plus. Den werde ich aber außen vor lassen. Und ich denke mal, SMB 1 wird nicht ganz so lang dauern. Kommt aber letztendlich darauf an, wie ich mich anstelle. Aber erwartet hier bitte keine Post-its von mir. Sieht man ja, kaum sage ich's, bekomme ich direkt den Hit. Und ich nehme das Ganze wieder auf 60 FPS auf. Und jetzt kommen wir in ein Castle rein.
So. Und was ich noch dazu sagen müsste, dass im Vergleich zur NES-Version 2 Leben mehr sind. Und da haben wir den König Koopa, den kann man mit Feuerbällen abschießen, man kann ihn aber auch so besiegen. Thank you Mario, but a princess is in another castle. Und damit hätten wir die erste Welt geschafft. Von insgesamt 8, die es gibt. Warte. Zack. Piu, piu. Ich meine, hier gibt es auch ein Leben in unsichtbaren Kisten. Aber das kriegt man nicht immer, aus welchem Grund auch immer. Und hier haben wir auch so eine Bonussektion. Ups. Na, das war schlecht. Aber die nehme ich mit. Das Recht nehme ich mir raus. Und ja, zu der großen Musik hier muss ich auch jetzt nicht unbedingt die Worte verlieren. Man kennt's. Und jetzt haben wir so ein obligatorisches Wasserlevel. Piu. Aber hier müsst ihr allerdings aufpassen. Weil seid ihr an einem Abgrund, kann es euch schneller runterziehen, als euch lieb ist. So. Ja, und ich werde auch demnächst zusehen, dass ich meine Stimme nicht zu laut abmische. Offenbar gibt es ein paar Momente, die nicht in meinem Originalmaterial vorhanden waren. Aber ich habe keine Chance, das irgendwie herauszunehmen. Ja, da haben wir jetzt zum Beispiel ein Leben bekommen. Und diese Cheep Cheeps, die sind ja unheimlich nervig. Level 2, 4. Und von den All-Stars-Versionen habe ich bisher nur SMB 2 und SMB 3 auf meinen Kanal damals gebracht. Das eine war damals geplant gewesen und das andere war damals ein Ausweichprojekt gewesen. Oh. Hohoho. Das hättest du gedacht, ne? Level 3.1. Alter. Knappe Kiste. Hui.
Ich glaube, hier kommen auch schon die Hammerbrüder, wenn ich mich recht entsinne. Oh, Stern. Komm mal her. Da. Drecksviecher. Die sind in SMB 1 besonders schlimm. Und ich glaube, hier kann man einen Trick erlauben. Und zwar kann man hier ein Leben holen. So, stirb. Noch ein Sternchen. Run, Mario, run! Und es gibt tatsächlich auch einen Lebentrick, wie man schnell an 99 Leben rankommt, aber den Trick kann ich leider nicht zeigen, weil ich dafür nicht fähig bin. Zack. Uiuiui. Ja, da müssen die Sprünge auch noch wenigstens mit Bedacht gewählt sein. Wenn man aufgrund der noch unausgereiften Steuerung leicht verrecken kann. Aber zum Glück war das jetzt bisher nicht der Fall. So, jetzt kann ich es euch mal zeigen. Zack. Welt 4-1 mit einem Gegner, den ich auf Tod nicht ab kann. Und das ist der da oben, der Lactico. Ja, ich wusste ja, war was. Und ich schaue mir die Aufnahme gleich eben kurz an, weil OBS hat ein neues Update bekommen. Nicht, dass es wieder meine Einstellungen zerschossen hat. Aber ich hoffe mal nicht. Vier, zwei. Und hier kann man nämlich auch eine Warp-Zone finden, sogar zwei. Dazu müsst ihr diese Box öffnen. Aber passt auf, dass ihr euch so nicht verbaut. Aber die überspringen wir. Okay, 15 Minuten geht der Part schon. Oh shit. Ich spring lieber runter. Zack. Und dann so.
Aber ich denke, nach Welt 4 werde ich erstmal Schicht im Schacht machen. Aber bis jetzt kein Leben verloren. Aber ich habe mal lieber meine Schnauze, sonst passiert das noch. Und es wird passieren, das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay, ich habe 9 Leben. Ach, das war der Schwachsinn. Lass mich raten, ich bin falsch. Nö. Aber das hier ist doch offensichtlich. Oh shit. Nice. Damit können wir den ersten Part erfolgreich beenden. 4 Welten geschafft, kein Leben verloren. Mal schauen, ob ich mein Niveau halten kann. Aber das erfahrt ihr im nächsten Part. Aber bevor ich das mache, kann ich euch ein nettes Tool zeigen. Hier kann man zum Beispiel speichern und continue und speichern und beenden. Aber ich mache an der Stelle erstmal einen Cut und bis zum nächsten Mal. Ciao.